Hallo, herzlich willkommen zum kleinen neuen, ja, Part von Let's Play Fantasy Life. Ist eigentlich ein größerer Part, aber ein kleiner, putziger Part, kann man sagen. So 20 Minuten, ja, weil die Wunschlänge wurde ja auch empfohlen. Von Minuten, von dieser Partlänge, von diesem Let's Play. Aber egal, wir sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt habe ich endlich Zeit für euch. Genau, jetzt habe ich endlich Zeit für euch. Willkommen zum brandneuen Part von Let's Play Fantasy Life. Ach, ich bin so freudig gerade, ja. Und ich will auf jeden Fall mal hier einen Gruß herauswerfen für die lieben Klumpi. Ein Gruß geht heraus aus Klumpi. Er hat mir nämlich gesagt, er möchte, dass ich die Musik ein bisschen lauter mache. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt letztens, oder genau, beim Kommentar habe ich das ja geschrieben schon, genau. Dass ich die leider nicht immer so laut machen kann, weil ich halt nachts auch aufnehme. Und manchmal habe ich auch leider nur nachts Zeit. Aber jetzt habe ich endlich mal am Mittag, beziehungsweise 17 Uhr haben wir jetzt ungefähr, nee, früher haben wir sogar, wir haben jetzt sogar schon 16 Uhr. Also eine Stunde früher haben wir sogar schon, okay. Gut, dann ist er gut. Dann habe ich mir gedacht, ich habe gerade Zeit und dann kann ich ja auch ausnutzen, jetzt gerade hier Video zu machen von Fantasy Life. Genau, ja. Viel Spaß wünsche ich euch und ja, ich habe eigentlich gerade so viel Sachen ohne euch gemacht. Ich habe, glaube ich, jetzt seit 2 Stunden ungefähr an das Video gearbeitet, habe halt mich konzentriert. Was soll ich machen in der Story? Was sollte ich für Aufgaben erfüllen? Und ich habe mich darauf konzentriert und ich habe auch gerade so viel auf YouTube geschaut, was ich machen sollte. Oh Mann, so anstrengend. Ich habe eigentlich gerade schon den Schnürfler gemacht ohne euch. Aber den machen wir jetzt doch mal ganz von vorne. Also ja, bis gleich in einen Cut oder in einer Sekunde könnt ihr gleich auch sehen, wie ich wieder so rückverwandelt wurde, weil ich halt ganz viel alleine gezockt habe und das werden wir halt nicht speichern. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ein Knick und ja. Hier sind wir halt wieder, wo ich halt nicht gespeichert habe. Ich habe halt jetzt nicht gespeichert, weil ich ohne euch das ja nicht machen wollte. Ja, ich habe jetzt erstmal überlegt, was ich machen sollte und was ich machen könnte. Ich habe mir gedacht, ich mache das genau das gleiche, was auch die Honig bei YouTuber gemacht hat. Auch da Grüße gehen raus. Ja, ich habe halt mir jetzt gerade überlegt, ob ich der Schröfler oder diese Arbeit jetzt gleich machen werde, diese Schnürfler, die werden wir gleich machen, die Arbeit, ja, und ich bin ganz, ganz komplett falsch gelaufen, ich hätte gar nicht hier hochgehen sollen, weil hier ist noch gar nichts los, wir müssen erst ein paar Aufgaben erfüllen, hat mir der Schmetterling auch schon gesagt, erst ein paar Aufgaben erfüllen und danach können wir hier hin und dann können wir auch ganz oben zum Berg, das habe ich nämlich nicht mehr verstanden, ja, und das war halt meine Schwäche, ich habe es halt nicht verstanden, warum ich jetzt nicht hier weiterkommen, aber jetzt verstehe ich, weil ich halt ein paar Aufgaben von meiner Helferin Schmetterli oder wie auch immer die heißt, ja, ein bisschen helfen soll da. Und deswegen können wir auch gar nicht hier weiterkommen. Aber gut, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Ne, zu dem Skill gehen wir jetzt gleich, dann müssen wir auch nicht hinlaufen. Ist da nicht so weit, trotzdem ist es besser, wenn man gleich dahin sich boarden kann. Okay, wir gehen mal hier hin und jetzt sahen wir uns gleich. Ja, gleich sahen wir uns einfach erstmal selber, dass wir nicht mehr Angler werden sollen und wollen, weil wir wollen jetzt einfach mal einen neuen Job uns vorbereiten lassen. Wir wollen uns einfach jetzt mal einen neuen Job gönnen. Und das wird auch ganz toll sein, Baby You. Ja, ich freue mich extrem drauf. Bist du gekommen, um dein Leben zu ändern? Ich bin eigentlich schon da. Ja, doch. Ja, mein Job ist ja auch mein Leben, kann man sagen. So. Was meine ich damit? Ja, und es gibt hier so viele Sachen noch. Die anderen haben wir halt gemacht schon. Das ist der einzige Beruf, den wir gemacht haben bis jetzt. Habe ich mir so überlegt, Anfang des Let's Plays. Und jetzt möchte ich mit euch den Schürfer machen. Nicht Schnürfler, Schürfer. Ich hab vergessen, leider, wie es heißt nochmal. Ja, den Schürfer nennen wir.
Den nehmen wir jetzt zur Kurve. Und das, was ich alles vorgelesen habe, für mich, das muss ich jetzt mit euch alles schaffen. Ja, das schaffen wir schon. Wird sehr anstrengend, aber wir schaffen das jetzt. Dieses Schürferleben zu meistern. Ich habe da echt eine Stunde gebraucht, um das alles zu schaffen, aber scheiß drauf. Du führst nur ein Schürferleben. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Maruti. Willkommen im Leben als Schürfer. Ich bin sicher, du weißt es bereits, aber dein neuer Meister ist dein erster Ansprechpartner. Ich habe dir seinen Aufenthaltsort auf der Karte markiert, damit du weißt, wo du ihn finden kannst. Also geh los. Ja, ich geh los. Alles gut, danke, ne? Bis dann, ciao. Oh mein Gott, ey, ich weiß gar nicht, wie lange das dauern soll. Wie lange das nur dauern soll, das weiß ich gar nicht genau. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich muss auch jetzt hier. Ich müsste eigentlich jetzt 6 Folgen aufnehmen, wenn ich jetzt nur 10 Minuten mache, aber ich mache jetzt längere Folgen extra. Und auch nicht so längere. Nicht so längere, wie halt, ich das mal gemacht habe. Ich hatte, glaube ich, schon mal, eine 35-Minuten-Folge machen. Das kann ich halt nicht immer machen. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid, dass ich halt so 20 Mal machen. Aber okay, jetzt machen wir weiter mal. Jetzt haben wir genug gerichtet. Ich hoffe, ich habe mir das ausgesprochen. Und ja. Wir freuen uns drauf jetzt. So, ich glaube, am besten ist es jetzt, wenn wir, einfach hier hingehen, genau, wo uns das angezeigt wird, genau. Hier ist ein Löwenzahnhauch, Baby, sehr gut. Ja. Und da habe ich halt gedacht, 20 Minütchen ist so auch ganz gut. Und das schaffen wir dann auch in 3 Parts. Jetzt habe ich das noch so Ende gesagt. 3, 4 Parts werde ich dann auch die komplette Reveria-Story fertig kriegen mit dieser doofen Schürferanleitung, aber mache ich das gerne. Es ist nur halt anstrengend als zu verstehen, aber es macht ultramativ Spaß. Da bist du ja. Die Lebitz-Gilde hat mir gesagt, dass heute noch jemand vorbeikommt. Der Name ist Maruti, was? Ich bin Gruber, der Bursche. Hier ist mein Bruder. Hey, Heinrich. Ich heiße Steinrich. Brüderchen Steinrich. Ach ja, es stimmt, mein Fehler. In Ordnung, ich kann kaum erwarten, alles über das steinhärteste Leben in Reveria zu lernen. Bring mir bei, wie man diese riesigen Erzvorkommen mit einer Spitzhacke bearbeitet. Andersherum, Brüderchen. Was? Marty ist hier, um alles über das steinhärteste Leben in Reveria zu lernen. Du bringst es ihm bei. Hä? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Tja, du willst Schürfer werden, was? Natürlich willst du das. Brüderchen, du solltest ihm zumindest die Chance geben, selbst zu entscheiden. Wie wär's, wenn du ihm erst die Schürfgrundlagen zeigst? Hm, da hast du recht. Jeder, der sein Erz wert ist, wird dir sagen, dass die Arbeit eines Schürfers steinmalig schwer ist. Schürf, 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 und wenn es fertig geschürft hast, schürf noch mehr. Was denkst du? Das war sehr leider leidenschaftlich, Brüderchen. Aber du hast eigentlich keine Ahnung und keine Leiden. Scheißegal. Da hast du eigentlich rein gar nichts erklärt. Naja, gut, na gut. Wenn du denkst, dass es so einfach ist, dann erklär du es doch dem Spring ins Feld hier. Na gut, ich versuch's mal. Schürfer leben von den Erzvorkommen. Unsere Aufgabe ist es, Erz und Edelsteine zu fördern. Das Erz geht an die Schmiede und die Edelsteine und an die Alchemisten. Kapiert's? Unsere Dienste werden immer gebraucht, da Schürfen ins Geldmangel nie ein Problem. Ganz genau, Schürfen ist eine Goldgrube. Steinrich waren bist so gut gekommen, Sachen zu erklären. Naja, dass ich bei dir und deine Frau wohne, habe ich viel Zeit zur Verfügung. Seufz, was gebe ich dafür, diesen einen speziellen jemanden zu finden?
Kopf hoch. Du wirst eine besondere Person finden. Es liegen viele Edelsteine im Dreck, wie man sagt. Und wer ist man? Wie ist man genau? Na gut, Marite. Lass uns den Schein ins Rollen bringen. Okay. Wenn du willst, kannst du die Einführungsquest überspringen und deine Lizenz gleich erhalten. Willst du die Quest fortfahren? Nein. Was sagst du? Was meinst du? Du kommst ohne mein Wissen klar? Willst du einfach die Lizenz oder und weg? Oh Mann, Augen zu und durch was? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, Brüderchen. Muss man sich seinen Rang nicht verdienen? Das ist kein Problem, bald wird er den Wert harter Arbeit zu schätzen lernen. Kommst du wirklich zurecht oder eine Erklärung? Ich weiß nicht, ich komme eigentlich zurecht. Ich muss gar nicht nochmal machen. Also, nee, brauche ich nicht. Nein. Weil ich habe es eigentlich ja ohne euch schon gemacht und da habe ich ja gesagt, ich möchte es so machen, wie ich es wollte. Aber dann habe ich mir gerade gedacht, ich habe eigentlich gar keine Verwendung dann noch dafür, das zu lernen, weil ich es ja eigentlich kann. Aber ich hoffe, ihr versteht es ja auch. Aber ich glaube, viele Menschen können das Spiel auch verstehen. Genau, ich denke wirklich, du solltest dir unsere Erklärung anhören. Fick dich. Zuallererst bekommst du deine eigene, aber neue Pitzfacke. Deine Spitzhacke. Hä? Es sieht so aus, als hätte ich diese hochwertige Spitzhacke daheim vergessen. Das ist schon das zweite Mal diese Woche, Brüderchen. Steinreich. Ach so, Leute, es ist leider ausgerutscht. Ausgerutscht, das Wort. Sorry, mache ich nicht immer. Mache ich nicht immer, keine Sorge. Oh Mann. Wie mir immer alles aus den Schädel rausbammelt, ey, das kotzt mich manchmal ein bisschen an, aber nur manchmal, nicht immer. Ja. Ich habe die Sache im Griff, wie dem Stil meiner Spitzhacke. Überlass es ruhig mir, Brüderchen. Na gut, Marité, wir werden einen kleinen Ausflug machen und diese Spitzhacke holen gehen. Ich wohne im Handwerksviertel. Meine Frau Marie sollte daheim sein. Ich hol dir was, Friedrich. Oh, ich heiße Steinreich, Brüderchen. Steinreich ist in deiner Gruppe beigetreten. Danke. Das war ja cool, Baby. Das war echt cool, wirklich. Der erste Hagentrick, er hat's ja ordentlich. Ja, das war cool, Baby. Das war echt cool. Und das können wir jetzt gar nicht mehr brauchen. Okay, das brauchen wir gar nicht mehr machen. Gut. Weil ich weiß noch, dass wir das nicht mehr machen sollten. Diese Anleitung da aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir cutten eben bis gleich, dass ihr euch nicht langweilt. So Leute, da bin ich wieder. Alles gut. Oh, wie süß sind die denn, diese Bibas, oder? Ja, süße Bibas. Mit einer Mama, die was baut dazu. Und hier ist die Frau, die wir brauchen. Hallöle. Oh, hallo, deutlich. Ich heiße Steinreich. Und wer ist das? Eine von den jungen Schwertwörter auszubilden, meistens Manas. Was? Nein. Das ist doch Maui. Das hier ist unser neuester Mitglied. Sein Name ist das. Naja, ist egal. Let's go, genau. Das hier ist unser neuestes Mitglied. Sein Name ist Marite. Nur die Göttin weiß, Mario, ist irgendjemand mit diesem Mann zusammengeschnitten. Aber warum irgendjemand mit diesem Mann zu arbeiten wollen würde, weiß niemand. Er sagt, er sei da draußen beim Schürfen, aber ich weiß, was er wirklich da draußen macht. Ich bin zur Krone gegangen und was habe ich gesehen? Grube in der Umarmung einer anderen Frau. Und ausgerechnet an diesem Tag, es musste ja ausgerechnet an unserem Hochzeitstag sein. Ja, also ich würde sagen, dieser Part ist einfach nur, die ist einfach nur komisch. Dieser Part, ey. Ich kann den Part auch nennen, nicht kinderfreundlich, kann man sagen, oder? Ja, wegen heiraten, das verstehen keine Leute. Ja, ich kann schreiben, nicht für kleine Kinder geeignet, kann man sagen. Ja. Brüderchen, das hat das nicht er gemacht. Da bist du noch jung. Hat das wirklich so
Gestimmt, steinreich. Wage es ja nicht, seinem Beispiel zu folgen, hörst du? Nun, klar doch. Klar doch. Du bist ein guter Junge. Steinreich, also wie kann ich euch helfen? Brüderchen, hat die Spitzhacke vergessen. Die Leiner Spitzhacke. Ja, er hat sie hier vergessen. Hier hast du sie. Danke. Ich verstehe. Das ist also die Frau des schweren Hörtags. Und der ungestimmte Schäfer dürfte sein kleiner Bruder sein. Danach ist die andere Person dort bestimmt der Schäfer, den ich suche. Ja, bestimmt ist das die doofe Ladyfrau da, ey. Spaß, nein. Ja, macht heute Spaß auf jeden Fall. Macht heute echt fruchtig Spaß. Verlockt der Spaß. So. Der Ostkastell, das ist die Ostkastell-Umgebung. Okay, alles klar. Jetzt gehen wir mal wohin? Jetzt gehen wir wieder zurück. Genau. Hallo, da sind wir wieder. Das ist die olle Spitzhacke. Kannst du sie behalten? In Ordnung, lassen wir die mal. Lass sie mich mal ganz kurz. Ey, das Spiel ist so schwer durchzulesen, ey. Lass mich doch mal bitte eben das zeigen, wie man eine Spitzhacke richtig verwendet. Hä, was ist los? Warum schaut ihr mich so an? Wie bitte, eine Frau hat ihren Mann dabei erwischt, wie er andere in der Krone umarmt. Haha, welcher arme Teufel wäre doof genug, das zu tun. Du Brüderchen. Hä, ich? Hat Marie dir das erzählt? Ja, und sie fügte mir noch hinzu, du seid Kostels Nummer einen schweren Wörter. Jetzt im Ernst, das hat sie also gesagt. Ich habe keine Ahnung, woher sie diese Idee hat. Vergiss das alles. Ich bin lediglich hier, um dir das Schürfen beizubringen. Du, alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh, sorry, wollte gar nicht vorspulen. Shit. Könnt ihr ja mal normaler sein. Habt ihr und könnt ihr ja nochmal lesen, Baby You, keine Sorge. Wenn man ganz, ganz schnell das da pausiert, das Video von mir. Zuallererst solltest du mal etwas Einfaches wie Kastellkupfer schürfen. Ich habe selbst mit Kupfer angefangen, obwohl ich erst nicht sehr gut darin war. Drei Stück sollten genügen. Das wird dich in Schwung bringen. Buchstäblich. Marti, ich möchte, dass du damit anfängst, 3 Stück Kastellkupfer zu schürfen. Viel Erfolg, Kleiner. Wenn du keine Erzvorkommen mehr findest, sag einfach Steinreich Bescheid. Er wird dann für dich ein paar weitere Vorkommen finden. Aber warte mal, so ist das doch keine sehr gute Prüfung. In Ordnung, bring mir ein Stück Erz, bevor ich aufgehört habe zu zählen. Und du bestehst die Prüfung. Du hast mich gehört, Kleiner. Dann mach's bitte jetzt. 1, 2, 3. Hey, warte mal, Burschen. Junge, hör auf jetzt mit dem Scheiß, Mann. Jetzt mach mal bitte diese scheiß Prüfung und nerv mich nicht. Danke, ey. Ich bin ganz sauer, wenn die mich jetzt hier nicht in Ruhe lassen, mal hier. Danke, Mann. Also es nervt mich manchmal, weil die immer anfangen dann zu sprechen. Weil das war schon ein guter Abschluss, dann fange ich von vorne wieder an. Das ist so nervig, aber jetzt können wir auch eigentlich mal wieder uns bewegen. Weil ich will einfach, es ist meine Meinung, ist das ein Kritikpunkt vom Spiel, ist so viel Gelaber. Ist so viel Gelaber, man kann nicht so viel erkunden. Ist so nervig, wenn man immer so viel erzählen soll oder auch mal die ganzen Leute zulesen soll. Ich bin nicht zu so faul, aber halt ist halt doof, wenn man halt immer so viel lesen sollte und immer so viel lesen muss, um es zu verstehen. Weil ich finde, manchmal nerven die schon die Charaktere. Die hätten einfach ganz knapp und kurz mal das machen können, aber die machen natürlich das nicht. Die haben da so eine Sache
aus diesem Spiel macht, das verstehe ich nicht. Also, ich verstehe es echt nicht. Weil die sagen da, um heiraten und um am Arm, das juckt den Spieler ja gar nicht, das juckt den Spieler einfach nicht. Wenn andere sagen dann, sie hat geheiratet und sie umarmen sich, was ist das für eine scheiß Sache? Wie können die denn sowas sich ausdenken? Kapiere ich nicht. Wirklich nicht. Hab heute vielleicht ein bisschen länger gebraucht, die Leute, aber ich denke mal, das versteht ihr auch, oder? Ja, das versteht ihr auch, Baby. Und diese Folge wird auch so ungefähr 20 Minuten gegeben. Bisschen länger auch vielleicht. So, hier haben wir schon mal ein Erz uns gegeben. Sehr gut. Und da verlieren wir halt auch blaues Energie. Aber jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen hier Erz gönnt. So muss es auch sein, Baby. Wirklich. So schön. So. Wir haben es geschafft. Und so. Was ist das denn jetzt? Es ist nur Maritimbrüderchen. Oh, ja. Deine Aufnahmeprüfung. Ich habe mich da etwas reingesteigert in der Sache mit dem Zählen. Völlig vergessen. Wie auch immer, es scheint, du hast die Prüfung gleich beim ersten Mal mit Bravour bestanden. Dann kannst du verkaufen, was der gewonnen hat. Am besten gehst du einfach zum Mehrzerum-Geschäft. Du kommst allein zurecht, oder? Ich muss mich dann noch um die eine und andere Sache kümmern, weißt du? Du weißt doch, was Spit und Hack ist, oder? Ja, wetten. Ihr wetten, dass ich jetzt alleine weiß, wo die sind? Ja, ich weiß bestimmt, wo die alle sind. Aber das machen wir erstmal nächstes Mal, Baby. Sagt beim nächsten Mal gerne Bescheid, wie euch diese Folge gefallen hat. Oder auch jetzt. Ich hab euch sehr lieb, Leute. Servus. Und ich hab euch immer gerne. Also, ew. Aufregender Spaß heute auf jeden Fall. Es war herrlich. Ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht für die 22 Minuten Sache da, aber ist egal. Ich habe euch sehr lieb, Leute.